Jo, herzlich willkommen zurück zu Blood Dragons X Rebirth zum zweiten Part von dieser Staffel. Ihr wisst ja, ich nehme immer Staffeln auf, so 3 Videos, auch mal 4, je nachdem. Und beim letzten Mal haben wir die Infanteristen uns eingestellt und natürlich auch einen Captain uns an Bord geholt. Und wir sollen jetzt hier Richtung, wohin fliegen? In 300 Kilometern sollen wir den Highway verlassen, in Kursat. So, da fliegen wir noch mal prompt jemanden hinterher hier. Du bist schneller. Die sind noch schneller. Und du bist am schnellsten. Und aussteigen. Erreiche ferner Dunst. Cool. Und jetzt zum Zirkel. Wir müssen nebenbei immer mal ein bisschen aufpassen, weil wir sind auch mal ein bisschen feindlich unterwegs hier. Jo, dann lass ein schönes Fliegen, ist mal so schön Kaffee trinken. Kommt denn der Kerl noch mal vorbei hier? Oh, ich hab's gerade verpasst, kann auch möglich sein. Oh, wir sind da. Wir sind da. Erreiche Wassertor. Oh Gott. Das ist doch hier. Boah, alles feindlich, ja. So, auf zum nächsten Highway. Oh, wir haben ja ganz gute Schilde. Dürfte eigentlich kein großes Thema werden hier. Oh, ein kleiner Feind vor uns. Sehr interessant. 70 verlassen. Und. So. Erreiche Splitter. Boah, wo müssen wir denn noch hin? Wir müssen ja ganz schön wandern hier. So, in den nächsten 400 Kilometern den Highway wieder verlassen. Mann, Mann, Mann. Hm. 300 Kilometer. Ah, du bist schneller. Du bist noch schneller. Du bist noch schneller. Mann, 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 Mann. Du bist noch schneller. Und hier muss ich aber raus. Erreiche Rauch des Elends. Rauch des Elends. Oh, hier vorne ist unser Ziel. Guck mal. Ich bin ja mal echt gespannt, wie das läuft hier mit Schiff ändern. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist auch das erste Mal. So, 10 Kilometer. Sieht gut aus. Sieht aus wie unser Schiff hier vorne. Otani, docken Sie Ihr Schiff hier an. Wir springen, sobald Sie an Bord sind. Bereiten Sie sich auf das Kämpfen bei unserer Ankunft vor. Klaro. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier dran docken können. Andocken. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. So, spreche mit Thomas. Ist Ihr Schiff sicher genug für einen Sprung? Wir sind bereit. Behaltet euer Essen bei euch. Immer. Machen Sie ihnen die Hölle heiß. Jo. Machen Sie ihnen die Hölle heiß. Alle Entermannschaften bereit machen zum Entern. Wir machen den Weg frei. Lass uns loslegen, Rennen. Kehre zum Schiff zurück. Habt ihr das gesehen? Wir sind gerade gesprungen. Habt ihr das gesehen, ey? Das war mal eine coole Sache. Jetzt gehen die Schalter wieder. Wo sind wir denn jetzt? Achso, vom Schiff. Speichere Spiel automatisch. Ist immer sehr gut. So, müssen wir dann überhaupt hin? Mhm.
Entere Terranis. Okay. So. Gibt es denn hier auch ein Ender-Symbol? 6 Kilometer. Das kleine Schiff hier unten. Mich nicht alles täuscht, oder? Das hier ist es. Ihre Verteidigungsanlagen sind deaktiviert. Sieht nach Sabotage aus. Kurs setzen. Oh, es geht schon los. Wow, wow, wow. Wer hat's denn hier auf uns abgesehen? Alter, was geht denn hier ab? Boah! Ich habe nicht mal die Schüssel an der Platte, oder? Mann, Mann, Mann. Kommt mir ja gar nicht hinterher hier. Heiß gelaufen, heiß gelaufen, meine Waffe ist heiß gelaufen. Ah, so. Oh, jetzt hat's erwischt. Au! So, die Waffen, die wir haben, sind zum Glück nicht so übel. Schilde kritisch. Oh ja, 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 ich muss abhauen, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Ich muss erstmal weg hier. Ich muss erstmal meine Schilde aufladen lassen. Was wollen denn die alle von mir, Mensch? Lass mich weg hier. Oh, 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 oh. Hilft mir denn hier auch mal einer, oder? Oh Mann, wir sind doch voll auf ihn alleine gestellt hier. Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Wir sollten damit beginnen, den Sprungantrieb lahmzulegen. Okay, den Sprungantrieb lahmlegen ist das Teil hier hinten. Oder? Nö, das Teil hier unten. Jetzt lass uns den Antrieb zerstören. Hä? Wie sinnlos ist das denn? Den Antrieb. Das ist so sinnlos. Geht gar nicht. Nummer 1. Boah, guck mal wie die Trümmer an hier. Herrlich. Das ist doch mal cool gemacht, muss ich sagen. So, den haben wir auch. Durch Ihren Mangel an Voraussicht können Sie die Stelle selbst auswählen. Starte Kapseln. Lass uns sicherstellen, dass Sie dort in einem Stück ankommen. Die erste ist angekommen. Cool. Das nennt man jetzt ändern. Okay. Keine Kapseln. Beschütze die Enderkapseln. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren.
Zerstöre Kraftfeldprojektor MK1. Was ist denn? Komm schon, komm schon, komm schon! Sie versuchen abzuhauen. Lass sie nicht entkommen. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. Och, gibt's denn nichts anderes hier? So, ist es denn? Was muss man denn hier kaputt machen? Passende Ziele. Mann, Mann, Mann. Jetzt! Schlag zurück! Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. So, Dum. Die Waffe ist immer noch effektiv. Los, hoch mit euch! Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Dort, schieß einfach auf sie. Was ist denn das für ein Ablenkungsmanöver? Das ist ja mal komisch gemacht, ne? Also. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich meine, so ein Schiff zu ändern, das ist schon mal eine komische Sache, ne? Aber, okay. Jetzt! Schlag zurück! So, das haben wir. Ein Ablenkungsmanöver durchführen. Dort, schieß einfach auf sie. Was? Ziel unter Kontrolle. Das war ein ganzes Stück Arbeit gewesen. Jo. Gut gemacht. Passen Sie für uns darauf auf, Kapitän, während wir einen Ersatz holen. Unsere Leute haben die Kontrolle über das Schiff übernommen. Sie bereiten sich darauf vor, es zu einem sicheren Ort springen zu lassen. Beschützen Sie sie und bereiten Sie sich ebenfalls auf das Springen vor. So, wir beschützen jetzt das Schiff. Machen wir doch gern. Ist eine Schlimmes da vorne. In 26 Kilometern. Gut denn. So, sind alle friedlich jetzt oder nicht? So, haben wir es denn geschafft oder wie schaut es aus? Da kommt ein Schiff an. So, ich wollte mal sagen, wir tun uns mal hier. Wir müssen an eins der Schiffe andocken. Such eins aus, das nicht explodieren wird. Ich nehme das. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. So, sind wir schon. Zum Rausspringen. Wir sind da. Was wollt ihr denn noch? Omen an die Flotte. Gute Arbeit da draußen. Wir haben Ihnen sicherlich etwas zu denken gegeben. Ich erwarte einen Statusbericht von allen Schiffen in den nächsten 5 Minuten.
Wir werden nicht lange hier rumsitzen. Bormann, Ende. Er plant bereits einen weiteren Angriff? Kluge Idee. Plutarch hat nicht erwartet, dass wir uns einem großen Kampf stellen. Wir schlagen am besten erneut zu, bevor sie sich neu gruppieren können. Irgendeine Idee, was er anzugreifen gedenkt? Unsere Feuerkraft ist nicht besonders beeindruckend, also nichts allzu Großes. Nicht, dass wir jede Station in die Luft jagen wollen, die wir sehen. Ui, Herz von Albion. Plus eins. Yes. Okay, und wie es denn hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis gleich.